Tagchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Archero. Wir wollten bei den Expeditionen weitermachen. Wir haben Miaugi ordentlich aufgerüstet und jetzt wird er natürlich den Gegnern ordentlich in den Arsch treten. Mhm. Ist ja wohl klar, ne? So, wir haben noch einen Frontfeind, nehmen wir mit. Eine elastische Wand, GP-Boost und die Seitenpfeile. Das ist, glaube ich, eine gute Kombination. Genau, das ist super. Aua, hab ich angegriffen. Und sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Ja, natürlich. Oh, hier kommen noch mehr dazu. Oh, hier ist ja wieder nicht. Sensenviecher, die Sensen fliegen hin und her. Und dies und das und jenes. Oh, ja, 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 ja. Oh, hab ich das Ding getroffen. Wieder eine Sense. Oh, diese Sensen sind so widerlich. Ohne Scheiß, ey. Gut, das sind, ich muss sagen, das waren eher schlechte Skills, die wir bekommen haben. Verstehe ich. Und sowas wie Querschläger, Frontfall und so weiter, wo du. Frontfall habe ich ja Mehrfachschuss noch. Wäre ganz praktisch für die Massen an Gegnern. Blitz ist auch okay. Macht regelmäßig bei anderen ein bisschen Damage. Ist im Prinzip wie ein kleiner Querschläger. Ich finde, das Spiel ist noch ein bisschen zu laut. Beweg dich, beweg dich. Aber manchmal bewegt er sich einfach nicht. Manchmal stockt es ein bisschen. Noch eine Welle. Na super, bin ich natürlich reingelatscht, ist ja klar. Oh mein Gott, Alter. Zweimal gedodged. Er hat sich wieder nämlich schön nicht bewegt. Aber easy. Easy, Leute, easy. Ist ja klar. Ist ja ganz einfach gewesen. Uff. Ja, langsam wird die Expedition etwas schwieriger. Das ist ja widerlich. Aber es wäre natürlich cool, wenn wir ein paar gute Skills kriegen würden. Ah, weiß ich nicht. Brand ist okay. Es hat einen One-Hit-Effekt. Froststeuer. Oh ja, die finde ich gut. Und den Attack-Speed-Boost. Hat nämlich auch einer in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank übrigens dafür. Dass je mehr Attack-Speed man hat, desto schneller werden auch die Schwerter geschossen. Seht ihr das, Alter? Guckt euch die Schwerter an. Das ist so krass. Im Prinzip müssen wir jetzt nur dodgen. Wir müssen selbst eigentlich nicht mal angreifen. Ich glaube, wir müssen näher mal an die Gegner ran, ne? Sonst funktionieren die Pfeile nicht, die Schwerter. Ich habe noch einen Brand, das heißt, ich kann selbst noch ein bisschen Damage machen. Guckt euch das an, diese Schwerter sind so geil. Ich finde die mega gut. Ich liebe die echt. Weil die einfach so schnell so viel Schaden verursachen. Guckt euch das an, ich bleibe in der Mitte stehen. Easy going. Ah, die Schwerter gefallen mir. Die gefallen mir sehr gut. Aber vielleicht kommen wir irgendwann zu einer Situation, wo wir keine von diesen Fläschchen mehr haben. Wir haben 53 erreicht. 20 Gems wieder. 20 Gems wieder dazu. Sehr nice. Ja, es kommt nur noch darauf an, welche Skills du bekommst. Wenn die Skills gut sind, ist natürlich easy. Aber die Frontfeuer mit Mehrfachschuss vielleicht noch? Nee, aber giftiger Schlag, Blitzschlag, Angriffsgeschwindigkeit und je weniger Leben ich habe. Nee, ich mach mal Kopfschuss. Kopfschuss ist irgendwie geiler. Habe ich zwar schon mit meiner Waffe. Ich hätte natürlich gerne noch einen Attack-Speed mitgenommen. Aber. Na, schon ein Unterschied zwischen dem, was wir gerade hatten. Der Speed. Okay, ich hätte Kopfschuss nicht mitnehmen sollen, oder? Fand ich das gut? Ich weiß nicht genau. Die Sensen fliegen hier rum, ey. Ist ja Wahnsinn. Ich hasse diese Sensen. Uff. Uff, uff. Ei, 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 ei. Ah, wo läufst du denn hin, Alter? Ich will da runter, der läuft nach oben. Gott, ich hasse diese Sensenviecher. Direkt, wir sind gerade mal bei Welle 4. Laufen, laufen, laufen. Ach Gott, ey.
Und nochmal die letzte Welle. Easy, 6000 wieder. Nehme ich mit. Bisschen kleines bisschen Erfahrung wieder. Ziemlich viele Rollen, Erfahrung. Na gut, Erfahrung ist jetzt nicht viel gewesen. Auf zur 54. Wir können auf jeden Fall gleich immer noch das Talent kaufen. Oder wir sparen wieder für ordentlich viel. Ihr wisst schon. Nehmen wir mit. Bis wir ein paar mehr Punkte haben. Bis wir wieder so 800, 600.000 haben oder so. Alter, wie die chargen können. Ja, das wird ein schwieriger. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wir haben halt nichts, um irgendwie Schaden aufzupushen. Das ist alles nur so, ja, schön, aber. Oh, Erhöhung der Handstärke kriegen wir. Ach, siehst du, die Rauminfo habe ich wieder nicht angeguckt. Ich opfer. Die kriegen scheinbar alle paar Sekunden wieder eine Heldenstärke dazu, mehr Schaden also. Gott, sind diese Sensenviecher nervig. Aua. Welle 5 von 6, ja, ein bisschen Leben dazu bekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er hat mich getroffen, what the fuck? Aber was hat mich da getroffen? Ich glaube nicht, dass das ein Tornado war, oder? 6000! Uff. Das war wieder schwierig. Mal die 55 noch. Rauminfo, Feind erholt GP alle 20 Sekunden. Das ist ja widerlich. Ich weiß nicht. Ja, das ist okay. Das ist okay. Ich hatte durchbohrenden Schuss gehabt. Machen wir noch Kopfschuss. Was ich schade finde, ist, glaube ich, dass die Feinde davon keinen Damage kriegen. Oh, von den Sägen. Oder? Ich weiß gar nicht genau. Das sieht natürlich gefühlt immer nicht so aus. Ist ja klar. Ja, das hab ich getroffen. Sieht man nur so schlecht. Ich kann theoretisch näher ran, damit die Schwerter funktionieren. Ich glaube, das wird nicht. Viel zu kleines Areal, finde ich. 1618 nehmen habe ich noch. Stay positive. Und alle paar Sekunden erhöht er natürlich auch das. Oh ne, ist ja wieder nicht. Mann, wo läufst du teilweise hin, du Miaugi, du? Läuft einfach mal irgendwo nach links statt nach rechts. Na, Kopfschuss triggert auch nicht oft. Auch sehr bedauerlich. Uff, okay, geschafft. Easy going. Das heißt, wir haben wieder, keine Ahnung, super viel. Oh, wir haben sogar 20 Gems noch dazu bekommen. Super viele. Und ab 60 gibt es wieder einen Bossgegner. Nice. Super viele Coins. Ach komm, machen wir es nicht mal mit. Komm, nein, du warst doch gar vor gewesen, du. Na, nochmal Ausrüstung verbessern von 15 auf 18%. Das ist auch okay. Das bringt auch viel, muss man sagen. Und entsprechend hier die Stats werden, glaube ich, höher. Ach Mann, ey, du warst doch kurz davor gewesen, dieses Talent freizuschalten. Dieses hier. 100.000 Gold brauchen wir jetzt für das nächste. Das ist so krank. Ja, gut, Leute. Dann danke ich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Archero. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es dann wieder ganz, ganz viele Münzen. Wer weiß das schon. Lasst uns überraschen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.